Studien beweisen den positiven Effekt. Ärzte raten dazu. Wir empfehlen wieder mehr Barfußgehen. Und diese sockenartigen Schuhmodelle sollen das Gehen, Laufen und sogar Rennen auf freiem Fuß möglich machen. Mit hauchdünnen Sohlen und flexiblem Obermaterial streben sie nach dem Gefühl von Urlaub, Natur, Freiheit. Und das selbst beim Joggen im Wald oder Langstreckenlauf. Doch sind unsere Füße überhaupt auf das Barfußlaufen extrem vorbereitet? Und welchen Schutz bieten die sogenannten Barfußschuhmodelle vor Baumwurzeln, Dornen und Glasscherben? Wir stellen die Leichtgewichte auf die Probe. Unsere Testläufer sind Manuel. Seine Füße sind aufs Zuspielen und Ausweichen trainiert. Aber wie flink ist er unterwegs, wenn wir seine festen Stollenschuhe durch leichte Noppensocken ersetzen? Dieses Barfußmodell hat eine 9 mm dünne Sohle. Sie ist aus biegsamem, aber zähem Kunststoff und will es mit jedem Untergrund aufnehmen. Kostenpunkt 79 Euro. Melanie. Sie läuft zweimal die Woche, bevorzugt auf Asphalt. Statt gedämpften Sportschuhen trägt sie heute ein 510-System. Der Hersteller verspricht mit einer 3,5 mm dünnen Kautschuksohle natürliches Laufgefühl. Mit 78,90 Euro liegt das Modell im gleichen Preissegment. Eugen. Seine Füße können auf einem Spanngurt balancieren. Doch wie sicher ist sein Tritt beim Joggen in einer Spezialsocke geschützt? Sie ist das neueste Modell unter den Barfußschuhen und die extremste Ausführung. Die Kevlar-Socke bietet keine feste Sohle. Stattdessen ist in das Gewebe Kevlar verwebt. Dieses besondere Strickgut findet man auch in kugelsicheren Westen. Zusätzliche Kunststoffnoppen unterm Fuß sollen die Socke durchtrittsicher machen. Der Preis? 59 Euro. Es fühlt sich an wie Sportsocken. Man hat festen Halt und es fühlt sich sehr natürlich und ja, angenehm an. Vom Halt kann ich das, glaube ich, auch bestätigen. Aber im Anziehen hatte ich schon Probleme. Das war so ein bisschen frickelig, jeden Zeh da so reinzukriegen, besonders mit dem kleinen Zeh. Und der will jetzt auch noch zurück zu seiner Zehenfamilie. Also es ist nicht wirklich angenehm. Es fühlt sich gut an, ganz normal wie eine herkömmliche Socke, liegt eng an, ist bequem. Jedoch haben wir bereits einen Materialfehler entdeckt. Zwei Zehen wurden hier zusammengenäht. Wollen wir hoffen, dass wenigstens das kugelsichere Material seine Schutzfunktion erfüllt. Beim ersten Gehen spüren unsere Barfußtester jeden kleinen Stein. Dämpfung und Stabilität bieten diese Schuhe nicht. Unebenheiten müssen selbst ausgeglichen werden. Für unsere Füße die natürlichste Sache der Welt, sollte man denken. Dr. Markus Walter weiß jedoch, wie die Gewohnheit, Schuhe zu tragen, unsere natürlichen Fußfunktionen beeinflusst. Wenn wir Schuhe tragen, dann ist unser Fuß fest eingepackt. Das bedeutet, die Muskeln, die Sehnen hier unten werden kaum beansprucht. Sie verkürzen sich und wir können im Endeffekt die Zehen irgendwann immer schlechter bewegen. Und das leistet Vorschub für Fußerkrankungen. Gerade wenn wir viel in festem Schuhwerk unterwegs sind, sollten wir für unsere Füße einen Ausgleich suchen. Manuel, Melanie und Eugen beginnen ihren Lauf auf weichem Waldboden. Bei jedem Schritt müssen sie das 2- bis 4-fache ihres Körpergewichts abfangen. Eine Aufgabe, auf die unsere Füße vorbereitet sind. Das Längsgewölbe ist eine Struktur hier in der Mitte des Fußes und die wird dafür benutzt, dass der Fuß wie eine Art natürlicher Stoßdämpfer sich so ein bisschen aufdehnen und abflachen kann. Und damit fangen wir ganz natürlich den Stoß ab, den wir beim Aufsetzen des Fußes haben. Unsere Barfußtestläufer kommen automatisch auf dem Mittelfuß auf und rollen über die Zehen ab. Zugleich stabilisieren sie ihre Knie, Hüfte und Wirbelsäule. Studien beweisen, dass das Laufen über den Vorder- und Mittelfuß geringere Belastungen für unseren Bewegungsapparat bedeutet. Doch wie empfinden unsere Tester das natürliche Laufgefühl? Es war eigentlich ganz cool. Das Problem war nur, es hat ein bisschen wehgetan, wenn es über die größeren Äste ging. Und vor allem hier war der Schuh eindeutig zu schmal. Das heißt, ich bin immer rausgerutscht, habe die Kontrolle verloren und das war negativ.
Also zwischendurch hatte ich mal einen Stein im Schuh. Das hat dann ziemlich wehgetan. Da musste ich auch mal anhalten kurz. Bei weichem Boden war das Abholen eigentlich ganz okay. Aber ich hatte auch Probleme mit so hartem Wurzelwerk. Also man muss schon viel bewusster darauf achten, wohin man tritt. Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Gerade bei spitzen Gegenständen habe ich gemerkt, dass sie sich auch wirklich in den Socken gebohrt haben und dadurch auch in den Fuß gebohrt haben. Und da habe ich immer mal wieder einen kleinen Ast rausgezogen, was natürlich schmerzhaft ist und was auch Spuren hinterlässt. Alle drei Modelle sollen nach Herstellerangaben vor Glasscherben schützen. Die 9 mm dicke Kunststoffsohle und selbst die nur 3 mm dünne Kautschuksohle meistern diese Aufgabe souverän. Aber wie schneidet die sohlenlose Kevlar-Socke ab? Bei den großen Scherben habe ich mich sicherer gefühlt, aber bei den kleinen Scherben hatte ich schon Angst, weil eben vorhin auch im Wald schon die kleinen Holzspieße durch die Socke durchgedrungen sind. Jetzt habe ich nichts gemerkt. Zumindest beim Gehen beweist die Socke ihre Schnittfestigkeit. Die Maschen des Gewebes sind jedoch eine Schwachstelle. Doch auch wenn die Schuhe vor Trittverletzungen schützen, wie stark nimmt die Gelenkbelastung auf Asphaltboden zu? Alle drei Schuhmodelle sollen auch für das Laufen auf hartem Untergrund geeignet sein. Dr. Markus Walter warnt jedoch vor zu hoher Belastung. Das Risiko ist besonders groß bei eigentlich gut trainierten Sportlern, weil die sonst vom Kreislauf her 10, 20 Kilometer rennen können. Nur der Fuß ist darauf nicht vorbereitet, das barfuß zu tun. Und das ist die Gruppe, die am häufigsten Stressbrüche und ganz massive Überlastungsprobleme im Bereich des Fußes entwickelt. Der Untergrund spielt hier grundsätzlich keine Rolle. Wichtig ist, dass die Fußmuskulatur auf das Barfußlaufen vorbereitet wird. Denn nur mit dem richtigen Training können wir unsere Muskeln und Gelenke stärken. Die Füße von Manuel, Eugen und Melanie sind nach dem Waldlauf strapaziert. Nach bereits einem Kilometer müssen sie ihren Straßenlauf abbrechen. Anstrengend und ziemlich hart für die Füße. Würde ich jetzt nicht für Joggen auf Asphalt empfehlen. Ja, es tut ein bisschen weh und es ist auch wirklich unangenehm auf Dauer, weil man wirklich die Füße irgendwann merkt. Also ich fand auch, dass Asphalt war jetzt der krasseste Untergrund. Mein Fußballen tut mir richtig weh, einfach von dem ganzen Druck, von der Belastung. Man merkt, dass da überhaupt keine Dämpfung stattfindet und meine Füße sind jetzt einfach schlapp und ich mag auch nicht mehr. Unser Fazit nach dem ersten Tag im Barfußschuh: Die Kunststoffnoppensocke bietet Schutz, doch die Sohle ist etwas schmal und das Obermaterial könnte atmungsaktiver sein. Beim 5-10-Schuh ist die richtige Passform entscheidend. Wer im Wald läuft, sollte zu einem höher abschließenden Modell greifen. Der Neuling unter den Barfußschuhmodellen fällt durch. Nicht nur, dass wir Materialfehler gefunden haben, das Gewebe bietet einfach keinen durchgehenden Schutz vor Trittverletzungen. Doch selbst mit dem richtigen Barfußschuh sollte man Werbeversprechen nicht allzu wörtlich nehmen. Das große Problem der Barfußschuhe ist aber weniger die Verletzung durchs Durchtreten, sondern schlichtweg die Dosierung. Ein Barfußschuh ist ein Trainingsgerät und kein Laufschuh. Der freie Fuß stärkt unsere Gelenke und Sehnen. Blind sollte man diesem Trend jedoch nicht hinterherrennen.